als Mittler zwischen der Jarl und ihren Untertanen. Ich kümmere mich außerdem um das politische Alltagsgeschäft hier in Rifton. In letzter Zeit habe ich alle Hände voll damit zu tun, gegen diese lächerlichen Korruptionsvorwürfe in unserer Festung anzugehen. Von welchen Korruptionsgerüchten sprecht ihr? Es gibt Leute, die glauben, die Jarl tue nichts für diese Stadt. Dass sie korrupt sei und von der Schwarzdorn-Familie regiert werde. Ich kann euch versichern, dass nichts von dem stimmt. Wir haben alles im Griff. Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Ich meine, man kann immer lügen. Das ist das Problem. Gut, wir sehen mal weiter, dass wir ins Lagerhaus kommen. Hier sind nicht so viele Leute. Oh, doch, da ist noch jemand. Ich mach mal ein bisschen Licht vorher. Über den jüngsten Sohn des Jahres lustig zu machen? Oh, hoppla. So etwas sieht man nicht alle Tage. Sollte ich euch verspotten? Warum? Weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Worüber? Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Holy shit. Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Das ist krass. Welche Lügen hat Ulfric verbreitet? Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt. Holy shit, Maus. Und will jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen, und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Thron. Okay, wieder mehr Informationen über Ulfric. So, ich denke, hier können wir nicht allzu viel noch machen. Ich möchte dann doch lieber Richtung Lagerhaus, welches nebenan sein sollte. Vom gekreuzten Dolchen. Und mein Magen hat so laut geknurrt, dass man ihn wahrscheinlich gerade gehört hat. Gut, raus hier. Was? Ach ja, haben wir eigentlich noch mächtige Seelensteine? Einen haben wir noch, einen leeren. Gut. Ich mache mich mal weiter auf. Lagerhaus sollte außerhalb der Mauern sein. Ja, die Wachen meckern, ich pack sie mal weg. Geht mir nämlich ziemlich auf den Zeiger. Das ist das Lagerhaus von Riften. Ich hatte es an einer anderen Stelle in Erinnerung, aber na gut. Dann gehe ich mal dahin. So, es ist wahrscheinlich ja doch im Hafen. Das ist sinnvoll. Das kann ich mir gut vorstellen. So, hier ging es nicht raus, oder? Nein, okay. Ich habe manchmal ein wenig Verwirrung in Riften. Also nicht wundern. Doch, es muss hier irgendwo rausgehen. Ach, hier ist doch die Tür, meine Güte. Ja, war von der Ecke des Schmiedehauses überdeckt, deswegen habe ich es nicht direkt gesehen. So, es wird immer noch nicht wirklich angezeigt, oder? Doch, hier, das müsste es sein. Das Lagerhaus von Riften. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir jetzt jemanden hier erwischen. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir in der Nacht wieder. Das scheint mir sinnvoller zu sein, wenn hier jetzt niemand drin ist. Holy shit. Was zur Hölle? Okay, wir haben wirklich jeden hier überrascht. Wollen wir die mal totknüppeln? Wir sollen Informationen zur Skooma-Quelle beschaffen. Erstmal nehmen wir das Gold, Schlüssel von Satis. Wer bist du? Urinidral. Ja, wir haben quasi gerade eine Razzia durchgeführt. Im Kampf gegen die Drogen. Hier haben Leute. Hier sollen wir rein, ja? Das ist Skooma, das ist Mondzucker. Das ist ein Beutel, die Lieferung steht bereit. Das lesen wir uns gleich mal durch. Den Mondzucker können wir in der Tat mitnehmen. Zack, 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 zack. Zack. Na gut. Die Lieferung steht bereit. Satis, ich habe gerade eine Lieferung Mondzucker aus Morrowind erhalten. Wir raffinieren ihn gerade und der Skooma sollte fertig sein, wenn ihr zur Felsrinnenhöhle kommt. Bringt das Gold mit oder lasst euch gar nicht erst blicken. Kielniere. So, wir haben einen weiteren Teil des Kreises aufgedeckt. Aber wir haben unseren Teil jetzt erstmal hier in Riften abgeschlossen. Deswegen werden wir uns weiter aufmachen.
Wir gucken nochmal. Der hatte ziemlich viel. Stahlrüstung. Ja, nehmen wir mit. Verkaufen wir. Also ich meine... Holy shit. Vielleicht sollte ich mich hier erstmal umsehen. Was? Was? Umsehen? Vorsichtig. Ja, wir rammen ihn mal zur Seite. Er steht wie immer im Weg. Es gibt kein zweites Stockwerk. Doch, gibt es. Ja, aber nach unten nur. Okay, das heißt, wir gehen doch wieder raus. Und wieder zum Real. Zur Real. Und ich hoffe doch, dass wir sie gleich mal auf Tarnenzeug ansprechen können. Weil eben schien das nicht zur Auswahl zu sein. Ich muss wahrscheinlich erstmal weiter mit ihr reden, worauf ich in dem Moment noch keine Lust hatte, weil wir nur eine Quest erledigen sollen. Aber mal schauen. Nun der schöne Riften. Nein, es gibt bei weitem bessere Städte. Aber Riften ist ziemlich interessant im Aufbau, finde ich. So, bitte wieder zur Nebelschleierfestung. Einmal zu Jal. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich hab's vergessen. Willkommen in Riften. Layla. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Ja, natürlich. Was kann ich für euch tun? Satis Idrin wird euch keine Probleme mehr bereiten. Schön zur Abwechslung mal gute Nachrichten zu hören. Habt ihr sonst noch etwas Erwähnenswertes im Lagerhaus gefunden? Beweise, ja. Ich habe die Skooma-Quelle entdeckt. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Es wird nicht lange dauern, bis Satis Geschäftspartner von seinem Tod erfahren. Die Quelle des Gifts muss ein für alle Mal zum Versiegen gebracht werden, da ansonsten einfach der nächste Schurke sein Geschäft fortführt. Wenn ihr diese Aufgabe für mich erledigt, erwartet euch schon bald ein Titel in Riften. Das klingt einfach, ich mach's. Gut. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Okay, das sollte ja ganz schnell gehen. Ja, die Felsrinnenhöhle. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo es war. Ich glaube, diesen Ort zu kennen, und zwar nordwestlich von Schorstein. Jetzt ist die Frage, wie genau war das? Nordwestlich von Schorstein, das ist das andere, das wollte ich nicht. Ich werde erstmal ins Journal gehen müssen. Es ist sogar nur nördlich von Schorstein. Aber in der Nähe von Schloss Wachturm. Ich werde mal nach Schloss Wachturm schnell reisen. Ich mag gerade nicht bis nach da oben laufen. Was mag das für ein Drache sein? Haben wir seinen schon mal gesehen? Ich kenne Bronzedrachen in dem Spiel, aber keine roten Drachen. Das verwundert mich gerade. Egal, ich mach mal weiter. Hallo, mitten in der Nacht ausgesetzt worden. Sehr schön. Disteln, lecker. Ja, Disteln sind ganz gut für Frostresistenz, meine ich. Und die ist halt sehr gut, um Geld zu verdienen. Und ich zeige euch meinen Trick. Ich möchte mal eins meiner Gifte anwenden. Dieser Mega-Gifte. Oh ja. So, du solltest jetzt eigentlich verlangsamt sein. Hat er jetzt nicht so toll gefunden, verlangsamt zu sein. Also ich habe keine Verlangsamung gesehen, echt nicht. Wir gehen einfach weiter nach Norden. Aber man hat gesehen, ein wirklich mächtiger Damage-Output mit dem Gift, was einfach mal instant 50 Trefferpunkte extra macht. Oder war das auf Zeit? Ich glaube, es war instant. Ja. Also 86 Sekunden Geschwindigkeit um 50% reduziert und eine Menge Damage instant ist doch ordentlich. Nein, das ja. Danke. So, wir sollten unser Ziel jetzt eigentlich schon vor der Nase haben. Ja, ich sehe die Form des Ortes schon. Und wie er nach links und rechts ausschlägt, wenn ich mich bewege. Im Ernst, ein Drache? Ach, ich hasse euch, Viecher. Echt, ihr seid immer an den nervigsten Stellen im ganzen Spiel. So, wo bist du denn? Kann ich nicht einfach warten, bis Tag ist erstmal? Dann habe ich es wenigstens hell, wenn ich gegen das Mistvieh kämpfe. Ich weiß auch nicht, weswegen ich gerade warten kann. Normalerweise habe ich das Pech, dass ich, auch wenn der Drache, also wenn der Drache mich entdeckt hat und 100 Meter entfernt ist, dass ich nicht warten kann. Aber gerade geht's ganz gut. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Drache ein anderes Ziel hat. Auf jeden Fall höre ich, wie er irgendwas frisst. Gegen was mag der Drache da kämpfen? Gegen Spinnen wahrscheinlich. Nein, gegen eine Gebirgsziege. So, mach du mal. Solange ich mit dem Phoenix zu tun haben muss, ist mir das egal. So, wir gehen mal hier hoch. Ich habe da oben gerade eben was Interessantes gesehen. Ich glaube, eine Erzader. Ja, Korund-Erzader. Ja, dann wollen wir das doch mal ein bisschen mitnehmen. Da haben wir Zeit für, bis der Drache sich auf die Erde begibt. Dauert es ein bisschen. Das sind feige Viecher, die Mistteile.
So, die Ader ist leer. Das heißt, wir machen uns wieder auf den Weg zur Felsrinnenhöhle, bis der Drache dann mal runterkommt. Wie Pikachu abgeht. Holy shit. Ja, ich brauche keine Hotkeys eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Ich brauche nur ein bisschen, Kajo tötet den Drachen mit seinem Scheißbogen. Ich meine, sein Scheißbogen ist gar nicht so scheiße. Er hat einen verdammt guten Bogen. Ne, damit sehe ich keinen, den er macht. Ich möchte mal was ausprobieren. Mit dem nächsten Feuerstrahl, der kommt, werde ich mich immun gegen Feuer machen. Drache, komm zurück! Ich könnte mal mein Schild ziehen. Okay, das war's. Wir ziehen ein Gift. Und wir knüppeln drauf. Ja, das tut weh, ne? Das tut weh, das tut weh. Auf Wiedersehen, Drache. Ja, dann kommen schon die Fliegen. Und da war ein kleiner Schnitt drin. Drachenknochen nehme ich gerne. Wir können ja viel tragen, da ich mal wieder ordentlich ausgenistet habe. Tschüss, Drache. Auf zu Felsrinnenhöhle. Ich tue mich immer schwer, mich an den Namen zu erinnern. Ich bin ganz ehrlich. Was Namen angeht, bin ich manchmal Schlunzkopf, aber andererseits kann ich mir manchmal Namen merken über 15 Jahre hinweg, wo ich mir denke, den Typen habe ich doch nur einmal in meinem Leben gesehen. So, hier scheint ein Lager zu sein. Mit Banditen. Ganz im Ernst, ich fahre auf das Gift ab. Das gibt so einen geilen Damage Boost. Was jetzt der Nachteil war, ich bin hier runtergefallen, aber es sollte reichen. Das war der Türsteher. Ja, er hatte keine Chance. Das Gift hat ihn platt gemacht. Banditenwolf, im Ernst? Im Ernst? Du Mistvieh! Ja, wir gucken mal. Ja, wir hatten nicht mehr viele Seelensteine. Und er hat noch gar keinen gefüllt, oder sehe ich das falsch? Doch, kleiner Seelenstein wurde gefüllt, okay. Ja, die sind hier Wölfe am Abrichten. So, war das jetzt ein kleiner? Ein winziger, okay. Wunderbar. Ein Banditenwolf scheint dann ein kleiner Seelenstein zu sein und ein normaler Wolf, aber das wissen wir schon, ein winziger. So, ich rechne jetzt damit, dass wir auf derbst viele Banditen treffen, denn ich meine, wie schnellt ihr euch an einen Ort vor, an dem zentral das Goma ins Land geschmuggelt wird und dann in andere Provinzen verteilt wird? Hier müsste eine Menge sein.